Dürfen dort auch mal andere übernachten? Kurz vor seiner Trennung mit Bibi Klaassen, 31, hatten sich Julian Klaassen, 30, und sie einen Traum erfüllt. Sie hatten sich eine Luxusvilla in Spanien bauen lassen, die mit Pool, Kino und Golfplatz keine Wünsche offen lässt. Immer wieder urlaubt der YouTuber dort mit seiner Familie. Doch würde Julian die Pforten auch mal öffnen und die Immobilie vermieten? Die Frage stellte sich der Influencer in seinem Podcast Die Petze und der Besserwisser. Tatsächlich war Juli schon neugierig, wie viel er pro Nacht verdienen könnte. Ich habe es einmal nachgeschaut. In der Nebensaison würden vergleichbare Häuser ungefähr zwischen 1.800 und 2.400 Euro für eine Nacht kosten, plaudert er aus. Dennoch kommt die Vermietung für ihn nicht in Frage. Das würde ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, niemals machen, weil es dann den Zuhausewert ein bisschen verliert. Ich habe da meine privaten Sachen rumstehen. Aus finanziellen Gründen muss der Zweifachpapa seine Villa jedenfalls nicht vermieten. Julian zeigt nämlich immer wieder offen im Netz, dass er sich ein ziemliches Luxusleben gut leisten kann. Kritik daran lässt er an sich abprallen. Ich mag es, wenn man Geld verdient, auch Geld auszugeben. Ich lebe gerne mein Leben im großen Stil, dekadenter, luxuriöser. Ich schäme mich nicht dafür, betonte er kürzlich auf Instagram.